Moin liebe Freunde von Konoha und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Immer noch bei der großen Suche nach der letzten Seite, beziehungsweise nach der Seite Nummer 15. Ja. Wir sind jetzt mal in der Sandgrotte, in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht hier irgendwo versteckt hält. Rein zufällig. Man darf ja hoffen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir hier nicht fündig werden. Trotzdem versuchen wir es mal. Ja, man soll ja immer mal sein Glück versuchen. Aber ich sehe hier auch nichts aufblinken oder so. Hm. Schwierig. Okay, hier sehe ich nichts mehr. Jo. Alles klar, hier ist nichts. Außer eben halt jede Menge Behälter, die wir jetzt alle aufgeknackt haben. Ist zwar auch ganz schön, bringt uns aber nicht viel. Nicht wirklich. Gut. Dann schreiten wir mal weiter voran. Das war leider recht erfolglos, die Suche. Schade, schade. Ich hätte gedacht, wir würden hier fündig werden. Nö. Dem ist nicht so. Schade eigentlich. Hätte mich wirklich gefreut. Ah, hier vielleicht nochmal. Hier vielleicht. Zufällig. Sanrio. Nö, da ist nichts. Ja, dann habe ich keine Ahnung, wo die Seite sich befinden soll. Vielleicht muss ich denn sonst tatsächlich mal nachgucken, wo sich die Seite befindet, weil ich habe wirklich keinerlei Ahnung. I don't know. Ich bin echt überfragt. Ich habe gedacht, ich könnte sie so aufspüren, aber irgendwie... Hm. Ist doch ein bisschen schwieriger als erwartet. 50 Rio... Es sei denn natürlich, das hat sich noch so ein bisschen ausgedehnt. Das kann auch sein. Gehen wir mal in die Windschlucht. Und ich werde auch ein bisschen langsamer gehen. Wir werden auch wahrscheinlich die einen oder anderen Banditen mitnehmen. Ungewollt natürlich. Aber wir kennen da ja unser Glück schon. Oh, ich dachte gerade, es wäre ein Banditen. Ich halte schon meine eigenen Verbündeten für Banditen. Ist das der Speicherpunkt, den ich von da hinten aus sehe, oder eine Seite? Schwierig. Zeigt mir zwar jetzt was an, aber sind wahrscheinlich alles nur Fallen oder was? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg, geh weg. Danke. Geh weg. Geh weg. Ich will dich nicht. Geh weg. Geh nach Hause. Nee. Ach, scheiße. Manu. Warum immer ich? Das ist ganz ungewohnt, dass ich jetzt einen Kuchen auf der anderen Seite habe. Dass da jetzt Niji ist. Aber okay. Bisschen Kohle, ein paar Erfahrungspunkte dazu bekommen. Die Ecke kennen wir ja schon. Ja, super, Lars. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Naja, also wie gesagt, da werde ich wohl wegen den Seiten nochmal gucken müssen. Leider. Ich könnte das so schaffen, aber nö, dem ist wohl nicht so. Okay,
uns einfach mal vor. Heftig. 3600 Erfahrungspunkte. Und Nietzsche steigt auf. Stufe 11. Heftig. Heftiger Boy. 40. Nichts. Nichts. Oh, kein Holzkopf hier in der Nähe, ne? Nichts. Gar nichts. Warte mal, hatten wir die Seite nicht hier gefunden? Also nicht hier in diesem Zwischenbereich, sondern dahinter? Ich meine nämlich, dass ich da auch noch eine Seite gefunden hatte. Da ich mich sonst nicht anders in Ruhe lasse. Aber ich meine, hier hatten wir auch eine Seite gefunden, war klar. Und das war noch bevor wir so weit waren. Dann würde sich das Ganze natürlich ein bisschen zusammenhaken, nicht wahr? Schwierig. Schwierig, das zurückzuverfolgen. Vor allem, wenn man die Parts nicht mehr auf dem PC hat. Ich habe es nämlich mal tatsächlich geschafft, meine externe mal wieder so ein bisschen anzuzapfen. Aber ich hatte auf jeden Fall hier noch, bevor das freigegeben wurde, haben wir hier noch zwei Seiten gefunden. Das weiß ich. Da war nämlich eine, meine ich mich zu erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Eine war, glaube ich, hier hinten noch irgendwo. War gerade was? Oder waren das nur die Kunais, die dagegen abgeprallt sind? Das waren wohl die Kunais. Die Schuriken. Hat da gerade was geglitzert? Oh! Super. Ja, der Bandit hat geglitzert. Beziehungsweise seine Waffe. Aber Sakura regelt. Macht mit ihr echt Spaß. Kampf dauert eine Sekunde, passt. Nächste sind die bösen, blöden Blumen, auf die ich reinfall. Wie viel Fallen hier einfach mal liegen. Aber kein Wunder, das ist eine Kur. 1000 Schattenschuriken erhalten, haben wir auch schon ein paar mehr von. Bleib weg. Immer diese Banditen, die horny werden, wenn sie einen sehen. Schrecklich. Na, horny nicht, aber scharf auf unsere Beute sind. So. Horny ist das falsche Wort. Ich dachte gerade, da pisst jetzt einer. Das ist der Wasserfall. Ja, lass es fix und fertig. Super. Oh Mann, ey. Oh, 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 oh. Ja, geil. Genau im passenden Moment. Ich habe gerade das Byakugan angewandt und der Kerl kommt von der Seite. Geil. Aber 2500 Punkte, fast 2000 Geld und Nietzsche erreicht Stufe 12 und Sakura Stufe 31. Yay. Das sieht wirklich fein. Er sieht wirklich nur fein. Blöd. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Und schon wieder ein Bandit. Versucht den aber mal so gut es geht zu meiden. Gehen wir mal hier hin. Vielleicht habe ich ja hier irgendwas übersehen. Zum Beispiel die Kiste hier schon mal. Oder die Kisten. Mehrzahl. Ja, ich weiß, ich werde wahrscheinlich gleich hier kämpfen müssen. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Aber ich habe ja gesagt, ich werde jetzt mittlerweile mal jeden Flecken, den ich auf den Kopf stellen kann, werde ich auch auf den Kopf stellen. Um diese
verblödete Seite zu finden. Geh weg. Das ist alles sehr, sehr, sehr eigenartig hier. Mal kurz rauf zum Aufladen, genau. Sehr, sehr schön. Da liegt nicht zufällig eine Seite rum, natürlich nicht. Ja, danke, war klar. Lass mich mal schön in Ruhe hier. Nein. Böse. Oh. Die Begeisterung dabei so. Oh. Ungefähr so. Niji war schon wieder gut dabei. Doch. Okay. Das bringt uns jetzt aber keinen Schritt weiter im Endeffekt. Ja, verpiss dich. Entschuldigung. Gehen wir nochmal ins Versteck von Akatsuki. Wir waren ja lange nicht mehr hier. Ich mag einfach die Musik so gerne. Ja. Es werden wirklich noch fein geordnet. Ja. Hier ist natürlich nichts und sobald wir rausgehen, kommt uns wieder ein Bandit entgegen. Das kennen wir ja auch schon, das Spielchen. Glück, ey. Und erwischt uns rein zufällig genau dann. Super. Die anderen beiden kämpfen, wir treiben uns wieder. Alter, Niji. Alter, guckt euch die Treppe an. Heftig. Ja, das glaube ich. 4286 Erfahrung. Naruto erreicht Stufe 32. Das glaube ich sofort. Alter Schwede. Scheiß auf die Kisten. Weiter. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Da kommt er nämlich schon wieder. Aha. Aha. Seht ihr das Gelbe da? Da ist was. Deswegen ist es auch so speziell hervorgehoben. Da ist irgendwas. Eine Seite vielleicht, Freunde. Es ist gut, dass wir Neji dabei haben. Echt. Ohne Scheiß. Es ist echt gut, dass wir ihn dabei haben. Beste Entscheidung, ihn mitzunehmen. Und Neji erreicht Stufe 13. Eigentlich süß. Sakura Stufe 31, wir sind Stufe 32 als Naruto. Und er ist einfach mal Stufe 13. Obwohl es ja eigentlich umgekehrt ist. Naruto ist Genin, Sakura ist Shunin, Neji ist einfach mal Yonin. Also er ist eigentlich der Ranghöchste von den beiden. Von den dreien. Von den beiden. Nein, lass mich in Ruhe. Nein! Böse, aus. Geh in die Ecke. Geh in die Ecke und schäm dich. Nein, auch du, aus.
blöd. Mist. Mist, 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 Mist. Aber ich merke auf jeden Fall, dass wir über ein bisschen wollen. Ich denke mal, dass es tatsächlich eine Seite ist. Ein Holzkopf kann es nicht sein, weil der wäre ja aufgedeckt. Eigentlich. Zumindest. Und die Seite müsste dann eigentlich... hier sein, oder? Wahrscheinlich unter uns, ne? Da ist die Truhe. Okay, er hat die Truhe hervorgehoben. Nee. Nirvana-Tempelschrift. Du hast Nirvana-Tempelschrift gelesen und ein neues Jutsu erlernen. Nirvana-Tempeltechnik. Toll. Ich dachte, es wäre eine Seite. Bäh. Oh. Scheiße. Es war einfach nur ein Jutsu, das wir finden konnten. Toll, die Kiste. Ich meine, klar, ist natürlich auch geil irgendwo, aber... Mir wäre eine Seite lieber gewesen. Ehrlich gesagt. Oder zumindest... Oh. Ey, die Banditen, ne? Am Anfang ist es noch ganz lustig, aber die werden so... Leider. Joa, wir nehmen ein bisschen Geld, ein bisschen Erfahrung mit, das passt schon irgendwo. Und auch ein bisschen Kohle so nochmal. Oh, ey, das ist nicht wahr. Ja, immerhin haben wir diese heiße Gegnergeschichte fertig. Immerhin. Und wir haben herausgefunden, dass Neji uns sehr, sehr nützlich ist. War wirklich sehr, 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 sehr nützlich. Achso, ich muss hier rauf, ne? Ja. Ja. So, dann gehen wir hier mal hoch. Vielleicht finden wir ja dort etwas Schönes. Nö. Gut. Können wir umkehren. Wobei... Es tut mir echt leid. Wir gehen einfach. Wir gehen. Aber wie gesagt, Neji mitzunehmen war echt gut. Gute Idee. Ausnahmsweise habe ich auch mal eine gute Idee. Oh. Ey, wie geil sie auch auf dich einfach sind, auf dich zurennen, wie die Bekloppten, ey. Das ist... echt nicht zu fassen. Sagt man mehr? Schlecht. Gehen wir jetzt hier durch, wo uns natürlich noch ein Bandit erwartet. Zugi. Auf die letzten Metern erwischt er uns noch. Aber wirklich auf den letzten Meter. Ja.
Alter. 140 Treffer. 5000 Erfahrungspunkte, ja, glaube ich. Stufe 14 für Neji. Stufe 32 für Sakura. Puh. Und 27 Rio. Noch dazu. Ich glaube, ich werde echt mal mit Neji jetzt wirklich jeden Bereich nochmal absuchen. Okay. Okay. Das werden wir uns noch anschauen, dann werde ich den Part beenden. Aber logischerweise noch nicht die Aufnahmesession, denn die werde ich erst beenden, wenn wir einen Speicherpunkt gefunden haben. Ist, glaube ich, logisch. Lass mal sehen. Hey, blau. Könnte bedeuten, dass es eine Seite ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Holzkopf ist. Weil ein Holzkopf wird uns so angezeigt. Hey, blau. Erstmal Fallen entschärfen. Es ist tatsächlich eine Seite. Alles klar. Also gelb ist Jutsu, Tagebuch 17. Ey, geil, wir haben echt einen ausgezeichneten Speer dabei. Wunderbar. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ihr wisst also, was jetzt auf uns zukommt. Wir werden jetzt in jedem Gebiet werden wir mit Neji durchforsten, durchkämmen und suchen, was das Zeug hält. Bis wir das finden, was wir begehren. Den Kampf nehmen wir noch mit und dann ist Feierabend. Zumindest für den Part. Klar, natürlich. Da hätte ich mal früher drauf kommen sollen, dass er das Bier Ugana. Da bin ich darauf nicht gekommen. Man kann ihn ja mitnehmen als Speer, Teammitglied, das ist ja das Schöne. Und Stufe 33 für uns. Sehr gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder, sage ich jetzt einfach mal. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, nachher nochmal zu einem neuen Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gewogen und natürlich ganz wichtig auch weiterhin, bleibt gesund, Freunde. Ciao, ciao.